Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen 1. Wir sind beim letzten Mal hier in Maleks Festung eingedrungen. Und ich muss eben nochmal den Sound leiser machen. Und ja, jetzt kommt der Teil dieses Spiels, den ich eigentlich so mag. Denn ich werde mich hier elendig verlaufen. Wir gehen als erstes hier lang. Wieder mal keine Ahnung, wo ich lang muss. Gut, das ist anscheinend auch gerade Wumpe. Ah ne, ist es nicht. Gut. Ich denke mal, Licht brauchen wir nicht dadurch, dass ich hier die Barriere habe. Meine Krieger sind Schatten im Vergleich zu mir, Kind. Ja, lass mich. Bye. Warte mal. Ihr gebt. Okay, nein, gebt ihr nicht. Ihr tut einfach gar nichts. So. So, wenn mein Freund schreibt, schreibe ich meistens direkt zurück. Da es meistens schon sein kann, dass er dann meistens schlafen geht, deswegen ich den mal relativ fix. Und die machen mir noch mal ganz kurz was zu trinken, wenn ich hier. Hätte ich zwar vor der Aufnahme noch machen können, aber irgendwie. Aua. Hat das Laden so lange gedauert. Und ja. Muss ich dann eben noch mal ein bisschen was zu trinken holen. Ich bin jetzt auch endlich, also ich habe heute den ganzen Tag dran gesessen, bei Discord meinen Link, meinen Permalink zu machen. Damit ihr jetzt auch endlich mit auf meinen Server könnt. Juhu. Ich habe es endlich mal hingekriegt. Ich hoffe, dass er jetzt auch permanent ist. Ich meine, dass ich ihn so eingestellt habe. Ich habe auch schon mehrmals nachgeguckt. Und damit seid ihr halt auch herzlich eingeladen. Jederzeit. Wie auch immer, wenn ihr mit mir schreiben, Fragen habt, schreiben wollt, Fragen habt und so weiter, könnt ihr mir da gerne folgen, was auch immer. Mir schreiben, beitreten, mit mir zocken, alles Mögliche. Ja. Natürlich auch im Rahmen, dass ihr alle fröhlich zueinander seid. Und ja. Nur mal so als kleine Eigenwerbung. Die hohe Metallkonstruktion erzeugt diese Kreaturen. Ich kann die Funktion nur erraten. Hier werden die Seelen toter Krieger mit ihrer Rüstung verschmolzen, sodass sie noch einmal in den Kampf ziehen können. Blutleeres Leben. Welch ein Hohn! Du hoffst, mich besiegen zu können, Kain? Sorge dich nicht. Ich stelle mich deiner Herausforderung. So. Das muss ich wieder mal überlegen. Warte, wir müssen, glaube ich, hier lang? Ja. Müssen wir. Problem ist, wenn man halt einmal falsch geht, ist die Tür dahinter dann abgeschlossen. Das heißt, man hat dann die Arschkarte gezogen. Oh. Das war knapp. So. Ah. Komme ich da rüber? Ah! Warum kann ich mich hieran nicht erinnern? Ich kann mich hieran wirklich nicht erinnern. Na gut. Tada! Und alles prallt an uns ab. So, gib bitte eine magische Energie, die nicht wirklich viel ist. Wow. Du magst ein Untoter sein, Vampir. Das macht dich jedoch nicht unsterblich. Nicht? Oben wir gar nichts voll machen.
Warum kann ich mich hieran nicht erinnern? Ich habe das hier gerade erst gespielt und trotzdem kann ich mich nicht an diese Stelle erinnern. Naja. Lass mich. Das Schlimmste hieran ist, man geht eigentlich die Wege fast immer doppelt und dreifach. Och nö. Ich mache das einmal ganz kurz so. Damit sind wir schneller. Denn die Tür geht wieder zu. Tada. Sehr ätzend. Aua. Na komm. Okay, der stirbt diesmal direkt. Ich verstehe das manchmal bei den Dingern nicht. Oh, lasst mich in Ruhe. Du bist also gekommen, den Vampirtöter hinzurichten, ja. Vampir? Ja. Ich werde einmal ganz kurz. Tada. Ja, ich weiß, es ist Schieden. Ja, mecker ruhig, bewerf mich mit Steinen, alles Mögliche, aber ich lass es mir hierbei tatsächlich mal nicht nehmen. Okay. Das will ich jetzt natürlich auch nochmal. Könnten jetzt auch schon geradeaus gehen. Aber ich wüsste gerne. Was sich hier noch befindet. Denn ich weiß es gerade nicht. Sag mal! Wie soll ich denn da durchkommen? Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich muss jetzt mal ganz kurz mein Handy an die Ladung schließen. Sonst gibt es hier gleich Gemecker. Well. Moment mal, ich weiß, wo man eigentlich hin soll. Ich glaube, wir sind sogar richtig. Ich glaube es aber auch nur. Ich weiß es nicht. Muss ich noch mal kurz eine Einstellung ändern? Also, kurz ein Item hinzufügen. Beziehungsweise Hilfe. Gucken, ob ich nicht was anderes gegen die vier hier habe. Hätte ich, aber ich finde den hier trotzdem am wirkungsvollsten. Diese Plasmakugel. Oh, ihr geht mir auf die Nerven. Riesenplasmakugel. Hier wurde die für die Maschinen benötigte Energie erzeugt. Nun ist sie zerstört und ihr ohrenbetäubendes Kreischen hallt nicht mehr durch die Gänge der Festung. Nun ist die Zeit gekommen, den Schöpfer dieser Maschine zum Schweigen zu bringen. Du stellst meine Geduld auf die Probe, Kleiner. Vielleicht möchtest du meine Klinge kosten. Nein. Hey.
So. Ich wollte eigentlich nur auf Pause machen. So. Oh, noch einer. Ja, ich bin verschwenderisch. Warte mal. Sind wir doch wieder hier? Kommen wir dann nicht hier einfach raus? Tada! Tada! Bin gut. Meine Augen sind müde von der Farblosigkeit. Mein Mund lechzt nach Blut. In dieser kalten Einöde war kaum Nahrung vorhanden. Mein Hunger wurde immer größer. Ja, Hunger ist schrecklich. Zaubern wir das nochmal kurz, damit sich das Ganze hier auch lohnt. Die Wachen am Tor haben keinen Widerstand geleistet. Sie waren vor Kälte steif gefroren und tot. Ihr Fleisch klebte am kalten Metall ihrer Rüstung. So, und wir kommen zurück in der Festung. Da ist was, da ist was. Juhu. Ja, ist ja gut. Muss ich dann nach da hinten hin? Oh, Junge! Bay Victus! Warum stirbst du sofort? Ich will nicht, dass du sofort stirbst. Ich will dein magisches Blut. Jetzt muss ich mal wieder gucken. Okay. Ja, hab ich mich tatsächlich beim letzten Mal verlaufen. Wieso, weiß ich allerdings nicht mehr. Denn das hier ist eigentlich nicht besonders schwer, meine ich. Meine ich zumindest. Wenn man nicht falsch geht. Da hinten ist was wieder. Okay. Nehme ich mal so ein Herz der Dunkelheit hier. Bei jetzt nur 35 Stück kann man das ja mal machen. Well, lass mich hier durch. Das mal machen. Ach, hier wäre sogar so eine Fiole gewesen. Well. Ja klar, du erwischt mich trotzdem noch. Lass mich in Ruhe. Geh mir aus dem Weg. Ich brauch den nicht. Ach du Kack. Irgendwie wumper, wie ich jetzt gehe, oder? Ja klar trifft mich das Ding. Ich warte jetzt hier mal ganz kurz. Ne, natürlich funktioniert das gerade mal wieder nicht. Ich will eigentlich darüber. Dafür will ich allerdings das Ding hier haben. Bis da etwas gibt, was wir gleich brauchen werden. Wenn ich den Stand unserer magischen Energie sehe. Aber ich habe ja schon vorher prophezeit, dass ich das hier sehr viel verwenden werde. Weil es echt einfach nur sinnvoll ist. Kriegen wir deutlich weniger ab, als wie wir eigentlich abkriegen sollten. Lass mich in Ruhe.
Aua, aua. Ihr kommt da nicht durch. Vergesst es. Aua. Aua. Eine Leiche hielt auf einem zerstörten Thronhof. Sie grinst mich durch ihre geschwärzten Zähne böse an. Nur wenige sehen ihren Leichnam. Das ist ein ernüchterndes Erlebnis. Allerdings bin ich nur wenig an meinem eigenen und vielmehr an deinem interessiert. Mach dich bereit, Vampir! Okay, gut, geradeaus geht's weiter. Und wir haben, glaube ich, den richtigen Raum erwischt, ja. Denn hier sind noch einige Truhen. Blub, da war ein Herz drin. Lebensfiole. Bagiedingens. Und noch mein Herz der Dunkelheit. Ja, ich horte die Herzen der Dunkelheit. Ich gebe es zu. Aber desto weniger muss ich am Ende schieben. Ich könnte auch die Magie schieben, aber da weiß ich den Code nicht mehr für. Tatsächlich sogar nicht. Deine Hand zu spielen ist gerade nicht so einfach. So, ich muss mir noch mal ein bisschen Cola nachgießen. Noch näher ging's nicht am Mikro. So. Bin ja froh, dass Haley mich gerade so weit in Ruhe lässt. Was mich sehr verwundert. So. Ich würde aber gleich sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Damit das auch alles noch reinpasst. Also, bis gleich. So. Und nun geht's in die Höhle des Löwen. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, welche Taktik bei ihm wirklich hilfreich ist. Und welche nicht. Bay Victor! Bay Victor! Also ich habe keine Ahnung, ob das hier richtig ist, was ich hier tue. Also wir treffen ihn auf jeden Fall. Okay, das ist also noch nicht das Ende gewesen. Also beim letzten Mal ging's, Hey, Victor! Deutlich schneller, komischerweise. Okay. Dann brauchen wir das hier. Hey, Victor! Einmal. Dann das hier. Und dann das. Bay Victor! Bay Victor! So, wir sollten es aber gleich haben. Bay Victor! Bay Victor! Ja. Oh, lauf kein. Puh. Uiuiuiui. Bosheit und Chaos in meiner Hand. Mit diesen Waffen in der Hand kann ich keine Magie anwenden. Allerdings stillen sie nicht meine Blutgier. Es scheint, als ob Malek meiner Klinge entronnen wäre. Vielleicht kann Ariel mir weiterhelfen. Jo. Dann werden wir das doch mal tun. Reisen wir zurück zu
Ariel. Ich nenne sie nämlich nicht Ariel, sondern tatsächlich immer Ariel. Also Englisch. Aha, der Herr kehrt mit leeren Händen zurück. Ist Sarafan dir entwischt? Nun gut, begib dich nach Osten, in Richtung von Maleks Festung. Das Orakel wird dich leiten. Gut. Wir müssen also zurück in den Ort, wo wir eben waren. Jetzt muss ich gucken. Doch, das da. Das da ist der richtige Ort. Ich wusste nicht, dass mein Glas noch so voll ist. Also meine Tasse. So, und jetzt brauchen wir was ganz Bestimmtes. Die für mich unnützte Waffe, die es in diesem Spiel gibt. Die Äxte. Juhu. Und während man die Äxte trägt, da es Zweihandwaffen sind, kann man keine Magie verwenden. Yippie-yay. Und das hier ist dann das nächste Problem. Wir richten einfach mal ein Massaker an. Egal, ob wir das Blut brauchen. So. In Babyschritten saugen wir die Leute hier mal aus. Ich mag die Äxte nicht, aber ich glaube, wir brauchen die nochmal. Auf unserem Weg. Der Morgenforst. Ja. Ah, okay. Nein, wir brauchen die Äxte jetzt erstmal nicht mehr. Tatsächlich nicht mehr. Brauchen wir das später wieder. Hoch oben auf den Klippen, versteckt in einem Höhlenlabyrinth, schlief das weise Orakel von Nosgoth. Vielleicht war die Zeit gekommen, sich den Winden zu stellen und das Orakel vom Himmel aus hervorzulocken. Ja, ich bin kein Fan von dem Orakel. Das Schlimmste ist, ich darf euch noch nicht mal sagen, warum. So, hier seht ihr wieder in der rechten Ecke dieses Fledermauszeichen, was für mich eigentlich eher aussieht wie so ein komischer Fisch, als wie eine Fledermaus. Aber dieses Zeichen zeigt halt, dass wir uns da direkt hinfliegen könnten, wenn wir wollten. Machen wir aber nicht, weil es Schwachsinn ist. Oh, kleiner Vampir. Das Spiel wird langsam interessant. Mhm. Aber wie kann man bei so vielen Bauern den wahren Spieler finden? Ja, das ist die Frage. Die Frage, die sich Kane auch noch stellen muss. Ich urteile immer noch alle Menschen, die in Kane. Ich wollte eigentlich. Na gut. Hier kommen wir wahrscheinlich nochmal her. Okay. Zurückverwandeln. Ach gut, okay, da werden wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas ist. Ja, okay. Kleiner Bug im Spiel. Ja, wo kommen wir denn hier jetzt hin? Wir speichern auf jeden Fall erstmal. Safe. Der ist nur ein
Tag, der etwas älter her, also etwas länger her ist, so. Etwas älter her ist, ja. So. Hilfe! So, wir können wieder näher rangehen. Loading. Ja, hier seht ihr eine neue Gab. Irgendwie. Scheiße. Also etwas Neues, was wir hier kriegen. Okay. Sock aus. So. Und hinein mit uns. Der menschliche Geist ist schwach. Nur ein kleiner Schock zur rechten Zeit. Und schon ist das Opfer ausgeschaltet und reif für das Festmahl.